So, da bin ich wieder. Denn ich hatte bei der letzten Aufnahmesession, die ich hatte, was heißt Aufnahmesession? Bei der Testaufnahme vorhin ein kleines Problem, dass ich, wo muss ich jetzt hin? Hä? Oh, Entschuldigung, warte mal. Storyauftrag, fahre zu Sammys Bar. Wir sind doch richtig. Ich glaube, ja, wir sind richtig. Entschuldigung, wir haben mal kurz drehen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss da hin. Weißt du was, ich fahre jetzt einfach so hin. Hauptsache, ich habe das Dreieck. Hallo? Bin ich noch richtig oder nicht? Hä? Oder muss ich hier reinfahren? Hallo? Aussteigen. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Da hast du recht. So, dann gehen wir mal rein. Hab ich die Mülltonne umgeschmissen? Entschuldigung. Schade, ich dachte, es käme so wieder so eine Einspielung oder so. Nee, ich muss sagen, ich hatte kurze Pause gemacht. Ach, cool. Kurze Pause gehabt. Kleinere Dateien gemacht, weil es ist vorhin einmal abgekackt und das wollte ich ungern haben, damit ich das Ganze nicht nochmal neu spielen muss. Deswegen mache ich immer so kleine Breaks. Merkt ihr aber gar nicht. So, merkt ihr gar nicht. Überhaupt nicht. Mal, wenn ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft dich jetzt alles die Hucke voll? Juhu! Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Okay, dann gehen wir mal ins Bett. Okay, das ist mal eine Aufgabe, die wir jetzt haben. Okay, was gibt's denn noch? Nicht so viel? Ja. Ach, guck mal.
Ein Playboy-Häschen? Ach, guck mal. Mann, scheiß Hocker. Playboy-Magazin. 1 von 4 in Delray Hall. Okay, die müssen wir sammeln. Okay, krass. Was haben wir hier noch? Ein Fernseher. Damit können wir nichts machen. Aber da läuft gerade ein Rennen. Also, ein Rennspiel. Hm? Da läuft gerade ein Rennspiel auf der PS4. So sah das damals aus. So, was haben wir hier? Vargas-Gemälde. 1 von 4 in Delray. Okay, das sind so Achievements, die man sammeln muss. Finde ich cool. Ist hier noch was hier drin? Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Also hinlegen können wir uns immer noch. Aber er geht noch relativ gerade, muss ich dafür mal sagen. Wenn ich so gebechert hätte wie er, ich glaube, ich wäre kriechend ins Bett. Oder auf dem Weg ins Bett. Okay. Super Location. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich gucke mich nur ein bisschen um. Also jetzt nicht direkt drängeln. Wir haben Zeit der Welt manchmal. Manchmal muss es schnell gehen. Deswegen genieße ich auch mal die Zeit, die man dann bekommt. Ist eine Werkbank. Hier ist nix, okay. Hier sind wir reingekommen. Also warte mal. Da habe ich noch was gesehen. Nee, auch nix. Gut, dann legen wir uns hin. Und hoffen wir, dass der Morgen nicht so schlimm wird. Sammy's. Welcome to Sammy's. Und das ist Tag in New Bordeaux. Oh Gott. Albträume? Klar, schlaf ruhig mit Klamotten. Ein wenig Action. Rede mit Sammy und Alice. Okay. Das Journal ist aktualisiert. Dann gehen wir mal wieder hoch. Oh. Ist schon ein strammer Junge. Also alle Ladies, die hier zugucken, gönnt euch. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf. Ich warn dich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Außerdem, who the fuck is Alice? Hab ich mal gerade eingeschmissen. Okay. Suppenküche, Warm Hearts. 21. Februar 68, 6 Tage vor Mardi Gras. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Okay, dann zeigen wir mal, was wir können.
Oh. Drücke E. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Meine Wohltat. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ja, das stimmt. Okay, er kocht. Der Kochsimulator 2016. Ich habe mich vertan, es sind gar nicht die Ampeln. Achso, sollte vielleicht auch mal drücken. Ich dachte, das macht er automatisch. Danke. Kein Thema. Hey, wie es geht. Guten Morgen. Gumbo. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Ich drücke E. Hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Oh, ist gleich sind wir durch. So, du kriegst nix. Na gut, hier. Ist er nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Oh. Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mach... Lincoln, es gibt Ärger! Was? Renn weg, Regine! Lincoln, ich glaube, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Oh. Überdeckung springen mit W und Leer. Alter, sind das. Okay. Wie war das? Hallo? Ich möchte was machen. Ach so. Er kommt hier entlang. Denk nicht drüber nach. Schieß ihn. Ihr Kerle solltet euch was schämen. Oh. Heute wirst du sterben. Halt. Gesundheit. Du hast schwere Verletzungen davon getragen. Deine Gesundheit ist niedrig. Geh in Deckung, bis du dich wieder erholt hast oder benutze eine Adrenalinspritze. Okay, in Deckung gegen Steuerung. Adrenalinspritze benutzen C. Okay. C. Oh. Okay, wir haben ihn. Viele Tastatur. Okay. Viele Shortkeys, die wir hier benutzen müssen. Was hat er da? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Barker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Marcano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern. haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen.
Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverses celles. Suscite l'hostilité. Hätte ich auch gesagt. Okay, mein Französisch ist auf jeden Fall eingerostet bis ganz weg. Aber was soll's. Okay. Wohin müssen wir? Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was wir erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Muss ich das steuern? Achso. Oh Gott, wie kann ich denn schwimmen? Okay. Alter Falter. Wie komme ich hier hoch? Hey? Hallo? Achso. Wie viele Männer schicken wir los? Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere Börlas. Schleichen. Schleich dich an deine Gegner an und verbirg dich vor ihnen. Die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Also die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Okay. Kommst du dein Opfer zu nahe oder du machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus, dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner raus. Klingt logisch. Während Gegner nach dir suchen, bleib in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Okay, Moment, du musst mich kurz kratzen. Ah, so. Hab mich doch mal waschen sollen. Naja, egal. Alice und der andere Kerl. Lincoln, Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Da hinten ist einer. Oh oh. Der sieht uns nicht. Das heißt, wir nehmen uns mal den hier. Wir schleichen uns erstmal ran. Da ist was. Scheiße. Ich muss nachladen! Das sind wir erst an der Endstation, Fred! Scheiße. Das hat ja nicht so gut geklappt. Okay. Hab ihn im Visier! Was hat er hier für eine Waffe? Okay, Adrenalinspritze. Kann ich mir die geben? Ich warte einfach ein bisschen. Ich glaube, das hilft auch schon mal. Okay. Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Nee, mitnehmen will ich hier nicht. Da sehe ich keinen. Ich gehe mal hier hoch. Habe ich nur zwei Schuss. Ich nehme mal die Waffe. Ich glaube, die ist ein bisschen unscheinbarer. Hier ist noch eine Waffe. 7 bis 21. Ja, 7 von 21. Kann man machen. Schleichen wir uns mal ran. Hat ja nicht so gut geklappt. Aber was wir machen. Okay. Fängt es noch an zu regnen hier. Gibt's das denn? Wie kann ich denn schleichen? Warte, wir gucken mal rein. Okay, da ist einer. Wir gehen erstmal runter.
Hier ist ein Bötchen, Automatik-Sturmgewehr. Okay, das ist besser, oder? Ja. Wir stürmen ja jetzt, deswegen... Das ist gar nicht verkehrt. So, pass auf, wir gehen jetzt mal hier hin. Hier war keiner mehr. Mich hier festgenagelt. Ich komm, er hat keine Munition mehr. Das ist unsere Chance. Ich komme hier nicht weg. Er hat mich hier. Ihn habe ich. Wo ist er? Kommt euch hinter mir! Er ist ein besserer Schütze, als ich dachte! Ja. Da ist was! Der Sonso hat mich festgenagelt! Jetzt wird's blutig! Schlag dir die Fresse! Komm runter, komm! Komm her! Scheiße. Scheiße. Nein, ist nicht wahr. Oh oh. Ich glaube, wir sind tot. Ja, lief gut. Scheiße. Sorry, müssen wir nochmal machen. Oh Gott. Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere Perlas Lab. Ja, komm. Selbst wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Papa Lekba, öffne mir das. Der andere Kerl, Lincoln Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Das sind mehr Leute, als ich dachte. Okay, geh du ruhig mal hoch. Scheiße. Scheiße, wie krieg ich den? Gott. Also anstrengend, Leute. Okay, warten wir, bis der weg ist. Also Munition ist echt ein Problem, Leute. Oh Gott. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. 20 Schuss, ja. Das ist einer von uns. Das. Okay, jetzt machen wir es besser gemacht. Ah, der hat nur 3 Schuss. Ah, kommt einer raus? Ich glaube nicht. Hast aber gut erkannt, mein Freund, dass es einer von euch ist. Okay, ich glaube, er konnte nicht Bescheid geben diesmal. Scheiße. Oh, ich bin bei Leben. Kümmert euch um diesen Motherfucker. Ich geh mal raus gerade. Ich sitz hier ziemlich in der Scheiße. Na komm. Ist jetzt in der Scheiße. Einen Schuss habe ich noch. Vielleicht nehmen wir doch lieber die Waffe.
Warte, ich lauf mal schnell. Ich gehöre nicht zu dir, Schwanzlutscher. Da oben. Wir gehören. Da ist was. Wollen wir durch den Tempel? Ich muss nachladen. Ich muss weg, muss weg. Da hinten sind noch welche. Drei Schuss, das ist scheiße wenig. Ich könnte sie erstmal kommen lassen. Ich guck mal, ob hier welche kommen. Ich bin ein bisschen ruhig, sorry dafür. Das war gut. Einen Schuss haben wir noch. Dann nehmen wir lieber die andere Waffe. Damit 10. Wie viel haben wir denn noch hier? Okay. Boah, diese ganzen Flattereien. Scheiße, 5 Schuss, das ist ein bisschen viel gewesen. Ich hoffe, das klappt noch. Keine Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. Na komm. Trau dich. Gott, wie viele sind da noch hier? Okay, mein Headset gibt gerade ein bisschen Geist auf, ich höre gerade wenig. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, da reinzulaufen. Ich bleib mal hier ein bisschen hocken. Die kommen ja alle nach und nach. Da brauche ich mir keine Gedanken machen hinter mir. Oh, da hat's schon was. Ja, komm mal her, Junge, komm mal her. Boah, klasse Headshot. Ja, wenn man die Zeit hat, warum auch nicht. Geh mal zurück. Scheiße. Soll ich nach vorne sprinten? Was meint ihr? Scheiße, weil ich jetzt nicht streame. Die haben alle diese roten Hosen an. Na schön, ich suche da drüben. Okay. Wo kommen sie denn jetzt? Bisschen Action, bisschen Theatralik hier. Okay. Da ist keiner.
Pfeifen. Pfeif leise, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder fortzulocken. Pfeifen, T gedrückt halten. Okay. Ich höre nichts. Keine Ergebnisse hier. Zeit weiterzugehen. Die müssen da sein. Ich höre nichts. Da hinten kommt noch einer. Seid woanders nach. Okay, Pfeifen hat ja super geklappt. Gott, wie viel sind da noch hier? Da. Vorsicht! Bravo! Ich bin getroffen! Scheiße! Leer! Verdammt! Wo bist du? Wo bist du? Da hinten läuft einer. Der wird im Häuschen sein. Lauf mal schnell hier, so hier rüber. Verdammte Haitianer. Und lass mich doch einfach in Ruhe. Geh mal hier rüber, warte. Das ist eine gute Idee, mal hier hinzugehen. Ich weiß es nicht. Leitern, Kletterleitern. Hoch. Leer gedrückt halten. Okay, vielleicht war es doch eine gute Idee. Jetzt bräuchte ich einen Sniper. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Ja, Bruder. Ging da gerade einer? Ich komme keiner aufs Dach rauf. Ich sehe keinen. Toter Bruder. Okay. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Oh, wo seid ihr denn? Ich habe nur noch 5. Ist der auf dem Dach? Wir geben nicht auf, bevor wir ihn... Okay. Langsam eliminieren wir alle aus. Okay. Der müsste unter uns sein. Pass auf. Kein Geräusch beim Springen, ist klar. Kein Bock, da ins Haus reinzustürmen. Ach, das sind. Diese Palmwedel, die regen mich auf. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Ja, ja. Sag's noch 1000 Mal. Okay, mal hier reinstürmen. Schleichen. Viel mehr. Boah, ich hab so einen Schiss, ey. Okay, der muss irgendwo hier sein. Da oben ist nichts mehr, dann gehen wir mal hier lang. Hä? Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Das habe ich noch im linken Ohr gehört. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also gleich geht ein Schuss los, ich spüre schon. Wir geben nichts auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Oh. Bedien dich. Geh in die Hocke, Alter.
Ah, eine Schub. Geil, neue Muni, sehr schön. Ah, toll, Kirche. Und geh in die Hocke. Flamme hier Anschuss. Wir haben diesen Abendmarsch wohl verscheucht. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Wieder einer mehr, sehr schön. Ich will nicht hier rein. Ah. Töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Erst töte ich dich, dann diesen nutzlosen alten Mann. Natürlich schickt Sammy einen an. Okay, wir haben ihn. Alter. Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Oh, oh Alter. Okay. Du Gänsekusser! Du Schweinehund! Hey, Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpschaft! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Everybody wants to go to heaven. Tell him I'm on my way. But nobody. Tell him I'm on my way. Nobody wants I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put bow in your tummy, tattoo in your brain. Superman ain't playing. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slang. Eric Cannon, I'm vain. DA want me to hang. But let me explain. Like Abel and Cain, that the